Ja, Oboe spielen ist definitiv schwer, würde ich sagen. Es ist ein weiter Weg mit vielen Herausforderungen, vor allem wenn es dann ums Rohre bauen geht, was man erst im Studium anfängt. Aber ja, es lohnt sich, würde ich sagen, weil es dann am Ende, wenn es funktioniert und klappt, einfach sehr viel Spaß macht. Ich bin zur Oboe gekommen, weil mein Vater Kantor ist tatsächlich und ich da früh immer in Konzerten war und viel Bach, die großen Oratorienpassionen und Bach-Kantaten gehört habe und da die ganzen schönen Oboen-Arien und irgendwann gesagt habe, das Instrument möchte ich auch lernen. Ich bin beruflicher Sängerin, deswegen singe ich. Und nein, singen lernen ist überhaupt nicht schwer. Ich habe Eltern, die beide Sänger sind und Gesangslehrer. Deswegen wurde mir das ein bisschen in die Wiege gelegt. Hat es immer Spaß gemacht oder gab es auch mal Tiefs beim Singen? Es hat mir immer Spaß gemacht, das Singen. Aber natürlich gibt es Tiefs, vor allem wenn man zum ersten Mal einfach merkt, boah, das ist mein Beruf und ich muss einfach funktionieren. Und das ist gerade, wenn man sowas macht, was einem eigentlich so viel Spaß macht, dann blöd. Es gibt natürlich Auf und Abs, das ist ganz klar. Pubertät ist immer eine schwierige Phase, dann muss man üben, weil die Eltern den teuren Musik und die Instrumente finanzieren und den Unterricht. Aber ich habe dann irgendwie so mit 14 angefangen, tatsächlich viel zu üben. Und ab da ging es eigentlich bergauf. Und warum spielst du Geige? Wie bist du dazu gekommen? Das ist eine interessante Geschichte. Ich habe sehr, sehr früh angefangen. Ich habe an meinem 3. Geburtstag meine erste Geigenstunde gehabt. Deswegen wäre das jetzt vermessen zu sagen, ich wüsste noch genau, warum ich anfangen wollte. Die Legende besagt, dass ich also so ein bisschen verliebt war in eine Bratscherin aus einem Streichquartett, das es in unserem Bekanntenkreis gab. Zum Glück wusste ich noch nicht, dass das eine Bratschistin ist, sonst würde ich jetzt wahrscheinlich Bratsche spielen. Das wäre natürlich... ja, also deswegen spiele ich Geige. Es ist schwer, Bratsche zu lernen. Mein erster Impuls ist natürlich ja, denn die Geige liegt so viel einfacher in der Hand, sie ist leichter. Und da kann man sich jetzt schon denken, bei der Bratsche braucht man ein bisschen mehr Grip. Ein bisschen mehr Kraft vielleicht in Händen, aber wenn man mal einmal herausgefunden hat, wie kann sie auf der Schulter liegen und man sich das zurechtgelegt hat, dann findet man den Klang der Bratsche so schön, dass man das in Kauf nimmt. Und wie bist du selber zur Bratsche gekommen? Eigentlich genauso. Ich liebe Streicherklänge und da ich eine, ja, ich war ein großes Kind und so war, wurde es schnell klar, dass ich die Bratsche spielen werde, denn die hat gut zu mir gepasst. Hat es immer nur Spaß gemacht? Ja, das ist auch eine gute Frage. Es gibt, jeder Tag ist anders und manchmal ist man vielleicht ein bisschen zu müde oder ja, es macht nicht immer gleich viel Spaß, aber man hat immer so viel Freude daran, was zu kreieren, dass man das in Kauf nimmt. Ist es schwer, Orgel zu lernen? Würde ich sagen, ja. Wenn man schon mal Klavier gespielt hat, wird es ein bisschen leichter. Aber es ist halt ganz anders als Klavier, weil eine Orgel ja eher einen starren Ton hat und Klavier eigentlich eher einen sehr filigranen Ton. Insofern kommt es auf ganz andere Sachen an. Und was die meisten immer besonders erstaunt, dass man ja mit den Füßen fast gleichwertig wie mit den Händen zu spielen hat. Und hast du dir eine Orgel gekauft? Also ich habe zu Hause tatsächlich eine Orgel, nämlich eine Digitalorgel mit zwei Manualen und Pedal, weil man ja nicht immer in die Kirche gehen kann zum Üben. Ab und zu muss man dann auch mal nachts zu Hause üben. Warum spielst du Instrumente, die du alle aufgezählt hast? Wie bist du überhaupt zur Musik machen gekommen? Also die Geschichte geht so, dass ich als Vierjährige zu Hause am Klavier gesessen habe. Und dann haben meine Eltern beschlossen, dass ich alle Instrumente, die sie haben, auch lernen sollte. Und daraus ist dann im Prinzip ein Beruf geworden, ja. Und was hast du gemacht, wenn es mal nicht so viel Spaß gemacht hat zu üben? Eigentlich hat es immer Spaß gemacht. Ja, die
die Geige, die ist natürlich ein Instrument mit dem Korpus, wo man mit der linken Hand, mit den Fingern auf den Saiten greift. Und dann gibt es die rechte Hand, das ist der Bogen. Und das muss man, diese Koordination ist, glaube ich, kann ein bisschen schwierig sein, kann ein bisschen Zeit kosten, bis man sich daran gewöhnt. Wie bist du zur Geige gekommen oder warum hast du Geige gelernt? Ich bin in einer Musikerfamilie aufgewachsen. Ich habe 4 Geschwister und 3 ältere Schwestern und die haben alle schon Geige gespielt und ich wollte das einfach unbedingt auch. Hat es immer Spaß gemacht? Naja, also Geige spielen, das heißt natürlich viel Training, jeden Tag üben. Und ich muss sagen, da gab es schon auch Zeiten, wo ich einfach darauf keine Lust hatte. Ich wollte lieber rausgehen und Fußball spielen mit Freunden und irgendwie Zeit draußen verbringen. Und deswegen gab es schon auch immer mal wieder Zeiten, wo ich nicht so viel Spaß dran hatte. Aber ich habe doch immer wieder zurückgefunden, weil einfach das, vor allem das Musizieren mit anderen mir so viel Spaß gemacht hat. Ich kann mir nicht mein Leben nehmen, denn was ich tue, ist meine Pflicht. Ja, wenn mein Tun gleich noch so gut geschehen, so habe ich noch nichts Rechtes ausgeriecht. Kontrabass zu lernen ist wahrscheinlich nicht schwerer als andere Streichinstrumente auch. Man muss halt viel schleppen. Ein Nachteil, den man als Bassist hat, ist, dass man nicht so jung anfangen kann. Viele Geiger beispielsweise fangen ja an, wenn sie 3 oder 4 oder 5 sind. In dem Alter ist man einfach noch viel zu klein, um Kontrabass zu spielen. Und dadurch hat man immer mehrere Jahre verloren und muss die dann irgendwann später wieder aufholen. Dadurch wird es später, wenn man das beruflich machen möchte, sehr herausfordernd. Aber ansonsten würde ich sagen, es ist vergleichbar mit den anderen Streichinstrumenten. Ich habe eigentlich angefangen, ursprünglich Blockflöte und Klavier zu spielen. Und dann habe ich einen Kontrabass geerbt, als ich 12 Jahre war. Und das Orchester, in dem ich damals immer spielen wollte, war das Orchester meiner Schule. Ich konnte da aber mit Blockflöte und Klavier leider nichts machen. Und dann hat der Orchesterleiter zu mir gesagt, du Guido, du hast doch einen Bass geerbt. Und Bass ist ganz einfach zu lernen. Also lern doch einfach Kontrabass. Wir brauchen immer Kontrabassisten. Und dann habe ich Kontrabass gelernt. Ich esse mit Freuden mein Leben.